Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir machen heute unser kleines Tutorial zum Thema, wie kann man am besten den besten Start überhaupt haben, am Anfang oder zumindest den besten Start, zu dem ich gekommen bin. Und das zeige ich euch jetzt. Denn als erstes, bevor es hier links oben da zum Aquädukt weitergeht, würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier links runter. Total crazy, ich weiß. Hallo. Ach so, ja. Ich bin auch noch da. Hallo, Renton. Ich bin Haro natürlich. Hallo. Und wir rennen jetzt einfach mal hier runter. Und zwar da sind die New Londo Ruins, oder die neue Londo Ruinen. Da merkst du auch schon, warum ich unbedingt wollte, dass wir das Englisch spielen. Weil neue Londo Ruinen klingt irgendwie doof. Und da können wir uns auch schon ein bisschen Sachen wegsnatchen, die wir später brauchen. Hm. Ja, was wir letzte Folge nicht so gemacht haben, so ein bisschen von der Steuerung erklären, aber viel, also die ist schon relativ komplex, muss man sagen, oder? Ja, die ist schon, was heißt relativ komplex? Es ist halt, eigentlich ist es simpel, aber es kommt Komplexität durch das Gegnerdesign halt auf. Also man kann natürlich mit den Schultertasten blocken, parieren, je nachdem auf L1 und L2, ja. Und halt ein geringer Schlag auf R1 und ein starker Schlag auf R2. Und dann kann man halt noch so Sachen machen wie Rollen oder halt die Items einsetzen und also Sachen. Hier diesen Wanderfluch heißt er, glaube ich, im Deutschen, den nehme ich jetzt einfach nur auf, weil er quasi mit auf dem Weg ist. Den brauchen wir jetzt am Anfang nicht unbedingt, sondern unser erster Abstecher geht nämlich hier in die New Londo Ruinen, wie ich schon gesagt habe. Das Problem ist, hier gibt es Gegner, die können wir jetzt so gar nicht besiegen. Dafür ist der Wanderfluch quasi da, der Transit Curse. Denn hier sind fucking Geister. Und das, weil wir sie nicht besiegen können, rennen wir einfach in den vorbei und nehmen hier direkt den ersten Torbogen nach rechts. Und da sehen wir schon, was da so hell leuchtet. Da wollen wir dann auch hin. Und was ihr vorher auf jeden Fall machen solltet, ist, alle eure Seelen auszugeben. Ich habe das schon getan, denn hier kommen wir nicht mehr weg und deswegen müssen wir uns umbringen. Aber wir haben die Firekeeper Soul. Wir haben die Firekeeper Soul aufgenommen, mit dem wir gleich unsere Estus Flakons verbessern können. Aha. Und dann haben wir quasi Estus Flakons plus 1 und das heilen, dann heilen die halt mehr. Mhm. Und das ist halt am Anfang sehr zu empfehlen, weil man, ich glaube, so standardmäßig heilen die einfach so die Hälfte des Lebensbalkens ungefähr. Und dann dementsprechend ist halt schon zu empfehlen, dann da schon mal das ein oder andere Plus drauf zu haben. Und normalerweise am Ende des Playthroughs sollte man so plus 7 haben, im optimalen Fall. Ja, wir müssen jetzt für den nächsten Schritt, gehe ich jetzt quasi wieder hierher. Und könne mich hier dann hier rechts hoch. Ja gut, das sind so Sachen, wenn man das 10-mal machen musste, weil man immer irgendwo anders stirbt, dann Aber man muss einfach, man hätte auch einfach darunter fallen können. Genau, man kann einfach dann daher gehen und dann hier den Turm quasi hochgehen. Und hier kommt jetzt der Master Key quasi zu tragen, weil wenn wir den nicht hätten, kämen wir hier gar nicht in den Valley of Drakes. Und dann hätten wir auch hier die Sachen nicht aufsammeln können, die nämlich hier noch so rumliegen. Hier liegen nämlich einiger cooler Kram rum. Und hier gibt es auch verschiedene Wege zu verschiedenen Gebieten. Hier vorne kommen wir zu Blighttown, was so das zweite große Gebiet wird, durch das wir uns durchkämpfen können. Da gibt es auch nochmal Sachen, die man quasi mitnehmen könnte. Gerade für Zauberer sehr interessant ist da eine rote Robe, die man sich quasi sofort holen kann. Aber worauf wir jetzt erstmal, wir jetzt erstmal hinwollen, ist hier der Kollege Schlafender Drache. Ja, was ihr jetzt auch schon erkennen könnt, wir waren ja eben gestorben und oben, wir haben jetzt ein bisschen weniger Leben, oder? Nee, das ist tatsächlich, weil ich irgendwo Fallschaden bekommen habe. Nein, ich meine generell am Gesamtleben. Das ist ja die Besonderheit an Dark Souls. Nee, das kommt jetzt bei dir durch Dark Souls 2. Okay, also bei Dark Souls 2 wirst du quasi immer verrottener und dementsprechend kann deine Lebensbalken immer weniger werden, je öfter du stirbst. Das ist in Dark Souls 1 leider nicht so. Da gibt es überhaupt keine Limitation auf die Leben. In Demon's Souls war es, glaube ich, so, wenn du in Geisterform bist, dann hattest du nur die Hälfte deiner Lebenspunkte quasi. Okay. Aber in Dark Souls 1 gibt's das nicht. Und zwar wollen wir jetzt hier von dem Kollegen die drei Items haben, die er da unter seiner Klaue hält. Das Problem ist, weswegen man flink sein soll, was ich jetzt hoffentlich auch gleich bin, dass er nämlich aufsteht, sobald wir da mittendrin sind. Und deswegen versuche ich mich jetzt einfach mal zu beeilen. Okay. Und... Ja! Fuck. Okay. Okay, er hat dich erwischt. Ja. Und da würde ich auch sagen, spulen wir vor...
bis nach dem Drachen und da vorne das letzte Item aufgehoben haben. Okay, solltet ihr, wie ich, jetzt schon den Drachen geweckt haben, dann wird er nämlich hier grüne bzw. lila Seuche spucken. Und das kann schon mal ganz schön nerven, weil Gift mag keiner. Und deswegen einfach in den Pausen dazwischen hierher rennen, das eben wegsnatchen und weiter geht's. Wenn ihr hier nochmal vorbei müsst, aber ihr habt schon alles geholt, dann könnt ihr einfach hier rechts, führt hier so einen Weg einfach mal vorbei. Und hier kann man sich auch perfekt hinstellen, um einfach den mit Pfeil und Bogen zu bekämpfen. Nur als kleiner Tipp. Von dem Weg wissen nämlich eigentlich fast kaum einer was. Genau, da hat er wieder zugeschlagen. Ich glaube, der spuckt jetzt noch einmal hinterher. Aber es kann uns egal sein. Man könnte den auch mit Pfeil und Bogen, wenn man genug Pfeile hat, könnte man den jetzt auch schon besiegen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier weiter durch zu dem Valley of Drakes. Hier vorne haben wir jetzt noch kleine Drachen, die wir aber auch geschickt umgehen können. Indem wir einfach, sobald der quasi spuckt, einfach an ihm rechts vorbeispringen. Und bevor wir uns da links die Items holen, gehen wir jetzt einmal hier rechts entlang. Weil hier oben ist nämlich ein Bonfire und dann ist der Weg, falls man stirbt, nicht mehr ganz so weit. Und das hat nämlich auch dann ein paar Vorteile. Genau, hier ist wieder so ein schöner Lift, den wir betätigen können, um weiter hochzukommen. Ha. Was wir übrigens gerade noch aufgesammelt haben bei dem Kollegen, ist einmal ein Schild, was 100% physischen Abwehr hat. Unser hat im Moment nur 65. Und ist dementsprechend schon auf jeden Fall eine deutlich bessere Alternative als unseres. Und wir haben ein Schwert aufgesammelt, genau, das Straight Sword von Astora. Was wir zwar jetzt noch nicht benutzen können, weil wir noch ein bisschen Dexterity brauchen und ein bisschen Faith. Was aber heiligen Schaden produziert, was besonders effektiv gegen Skeletons, also gegen, Skeletons auf Deutsch? Skelette. Skelette, genau. Ja, ich bin so blöd. Was man auf jeden Fall gegen diese Viecher dann einsetzen kann und die stehen danach halt nicht mehr auf. Das ist nämlich so ein blöder Nebeneffekt in einem späteren Gebiet, zu dem wir hoffentlich dann auch irgendwann kommen, dass halt dort die Skelette immer wieder aufstehen, wenn man sie getötet hat. Hat das irgendwie was mit so Beschwörern oder so Hexen zu tun, die dann immer wieder leben? Genau, ja. Ja, sowas gibt es dann auch. Du kannst halt den Beschwörer dann töten und stehen sie auch nicht mehr auf, aber was halt deutlich einfacher ist, ist dann, wenn du direkt mit einer heiligen Waffe reingehst. Und ich benutze das Schwert eigentlich immer. So, okay, jetzt wird es hier nochmal ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssen jetzt hier durchrennen. Was auch noch schwierig werden kann, ist da vorne diese Stelle hier links an dem Kollegen, an dem wir jetzt einfach vorbeirennen und dann hier die Sachen aufnehmen, die wir uns später angucken. Wow, scheiße. Ja, da haben sie sich erwischt. Und normalerweise wollen wir durchrennen und da hoch den Turm klettern. Fuck. Okay, wieder vorspulen. Juhu, und er hat's geschafft. Ja. Und hoch geht's. Hier oben können die einem Gott sei Dank nichts. Aber ihr seht schon, das wird eine etwas aussichtslose Sache, wieder runterzukommen. Aber auch deswegen hat man ja vorher das Bonfire angezündet. Da geht es nämlich auch dann direkt weiter. Aber hier oben ist ein Ring, den braucht man jetzt nicht unbedingt, aber gerade am Anfang, wenn man keine andere Alternative hat, ist es eigentlich schon ganz nett. Wir schauen uns den Loot übrigens gleich alles zusammen nochmal an. Uah! Stier! Ja, und tot. Immerhin mit einem Boom gegangen. Aber du hast leider niemanden mitgenommen. Ja, leider nicht. Aber die sind auch noch viel zu stark. Ich glaube, wir haben irgendwie 250 Lebenspunkte oder so. Man hat es gesehen. Also ich habe noch nicht mal bei den Lebensbalken irgendeinen kleinen Fitzel wegfallen sehen. Genau. Und jetzt kommt noch mal eine Stelle, die ist relativ schwierig, die ich immer ganz gerne mache. Aber die kann man auch leicht überspringen. Was nämlich einfach wichtig ist, hier unten dieses Schild, das Grass Crest Shield. Was blöd ist, ist der schwarze Ritter hier. Der Black Knight. Der kann gerade am Anfang ein bisschen zu viel sein. Wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr einfach hier links hochgehen und dann einfach weitermachen. Ich versuche mich jetzt einfach mal hier an dem. Ah, okay. Und das kann natürlich dann auch passieren. Und wir haben sogar einen geilen Loot noch bekommen. Wir haben einmal so eine Hellbarde bekommen und einen Titanant Chunk, was man später fürs Aufwerten auf jeden Fall braucht. Items aufwerten. Genau, Items aufwerten ist immer geil. Okay. Ja, das ist wirklich gut. Und jetzt wird es auch ein bisschen kritischer, was das Sterben angeht.
weil wir nämlich jetzt 1800 Erfahrungspunkte haben und das kann schon mal ein bisschen, bisschen blöd werden. Holen wir die Ritterrüstung oder holen wir sie nicht? Ich weiß es nicht. Wir brauchen sie nicht. Okay. Eigentlich brauchen wir sie nicht. Wer will, könnte sich jetzt da oben noch an der Hydra vorbeikämpfen und sich dann noch die Ritterrüstung schnappen. Aber wir brauchen sie ehrlich gesagt nicht und es ist auch wirklich kein Kriterium für den bestmöglichen Start, von daher. Aber für die Zuschauer, muss man die Hydra dann kämpfen oder gibt es dann auch also es gibt keinen Schleichweg, sondern du kannst halt einfach du musst halt geschickt vorangehen, um halt nicht von denen getroffen und getötet zu werden. Und weil ich das nicht riskieren will und wir noch ein bisschen was vorhaben heute, dachte ich mir, lass ich den erstmal aus. Und hier gibt es allerdings noch eine andere nette Rüstung, und zwar die Lederrüstung und Pfeil und Bogen, was auch schon mal sehr hilfreich sein kann. Aber ich denke mal, am Anfang ist das ja auch nicht so gut, denn hier gibt es ja aber auch dieses Gewichtssystem. Also dass umso schwerer Klamotten man trägt, umso schwerer wird man und diese Ritterrüstung, das wird ja dann irgendwas Schwereres sein. Da kann man dann auch nur mit Fat Roll, beziehungsweise mit der sehr langsamen Rolle sich voran machen und das kann schon echt nerven auf jeden Fall. Mhm. Gut, wir gehen weiter hier oben her. Und weiter hier oben her. Ach, Moment, hier gibt es noch einen kleinen Kollegen. Die Diamanteidechse. Fuck. Ist sie jetzt runtergefallen? Ja, die Frage ist nur, ob sie tot ist. Die liegt da. Na, scheiße, jetzt ist sie weg. Ja. Die könnte man gegebenenfalls, also die ist jetzt Gott sei Dank nicht wie in Demon's Souls für immer weg, sondern die kann man sich jetzt bei dem nächsten Run hier durchlaufen, die lässt halt nochmal so ein paar Titanites liegen. Ist jetzt aber auch nicht so kritisch, dass wir sie jetzt verpasst haben, von daher passt das schon. Und wir gehen hier weiter bergauf. Aber die ist nur einmal, also einmal kann man die Genau, wenn sie einmal gekillt ist, dann ist sie tot. Ja. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sie verpasst hat, dann kann man einfach neu laden, das heißt, sich einfach ein Bonfire setzen und nochmal probieren, wenn man es unbedingt will. Aber man findet auch noch andere Quellen für Titanite Chunks und sonstigen Kram. So, hier muss man jetzt aufpassen. Hier links kommt nämlich direkt so eine Pflanzentyp vorbei, den man im optimalen Fall bekämpfen kann oder, wenn man Pyromante ist, so wie wir, einfach mit einem Feuerball erschrecken kann. Ah! Es brennt! Genau. Und er lebt sogar noch. Fuck. Dann wird direkt sterben. Okay, und währenddessen ist von hinten auch noch einer gekommen. Hier ist halt wichtig, dass man... fick dich! Die Reichweite hier nicht unterschätzt. So wie ich gerade die ganze Zeit. Weil die können schon krass abnerven. Gerade mit so einem niedrigen Level. Klar. Und deswegen... Das war eine Griffattacke. Da wollte er mich gerade selber snatchen und ein bisschen anknabbern. Aber gar kein Problem für... unseren Power-Pyroman. Hier kommen jetzt noch ein paar andere, an denen man sich noch vorbeikämpfen muss. Aber es lohnt sich, sich hier noch ein bisschen weiter mit denen zu beschäftigen. Was sich auch lohnt, ist hier zu warten, damit der Busch da vorne, den ihr in der Entfernung seht, quasi rankommt, weil da unten hat sich noch einer vergraben und der kann gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen, ist halt sehr nervig. Hm. Hey Busch, du bist on fire. This Busch is on fire. So, hier kommt er gleich rausgesprungen, genau. Und auch den machen wir einfach mal kalt. So, das machen ja Gegner in Dark Souls gerne. Sich irgendwo ganz geschickt tarnen, genau. Dann kommen sie an. Ja, das ist halt wirklich, es gibt, gerade wenn man das erste Mal spielt, gibt es ganz viele Stellen, an denen man sich unglaublich erschrecken kann. Und gerade wenn man halt dann hier zum ersten Mal ist, da wird man sich auf jeden Fall erschrecken, wenn man hier entlang läuft und auch wenn man gegen zwei kämpfen muss. Was viele nicht wissen, hier ist ein verstecktes Bonfire. Genau. Ja. An dem können wir uns auch direkt mal hinsetzen. Denn unser nächster Loot-Punkt ist nämlich eben hier. Und kurz leveln, wenn wir schon 2000... Achso, genau. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Hast recht. Zum Level-System, da könnten wir jetzt noch einiges sagen. Also, ich gehe jetzt einfach mal auf die wichtigsten Stats quasi ein. Und das ist nämlich hier Vitality, Attunement. Beziehungsweise eigentlich Vitality und Endurance. Also Vitality bestimmt euer Lebensbalken. Das heißt, wenn ich hier hochgehe, seht ihr auch oben bei HP, das geht auf jeden Fall hoch, plus eure physikalische und generell die Verteidigungswerte gehen etwas hoch. Attunement ist quasi eure Erhöhung der Zaubersprüche. Das heißt, wenn ihr jetzt mal rechts guckt bei Attunement Slots, momentan haben wir zwei, das heißt, wir haben Platz für zwei Zaubersprüche, die wir gleichzeitig verwenden können, beziehungsweise die wir durch
wählen können. Und wenn ihr quasi Zauberer seid, braucht ihr mehr, dann müsst ihr in Attunement investieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Deutsch ist das dann Zauber, also damit die Leute auch verstehen, was das ist. Das ist Leben. Ja. Attunement ist Zauber, müsste sein. Hm. Ja. Endurance ist dann wahrscheinlich Ausdauer. Ja, Ausdauer. Aber die Sache ist, sie sind ja auch in der Reihenfolge genauso im Deutschen, weil ihr orientiert euch einfach an den Symbolen, cool. Das ist ja dann auch passend. Auf jeden Fall Endurance erhöht euren Equip Load, also eure, wie viele tragen könnt, und euer Stamina, was auch sehr wichtig ist. Das ist nämlich der grüne Balken, den ihr oben links auch seht, der quasi für jede Aktion gebraucht wird. Und dann haben wir die zwei Werte Strength und Dexterity, was quasi beides Werte für Waffen sind, je nachdem, was für Waffen ihr haben wollt. Also es gibt Stärkewaffen, die halt mit Stärke, also sie stärker als Voraussetzung haben, und auch mit Stärke, je höher das Stärkelevel ist, quasi noch stärker werden. Und genau dasselbe gilt halt auch für Dexterity, zum Beispiel so ein großes Schwert, so eine Claymore, ist halt eine Stärkewaffe oder so ein Streitkolben, deswegen je stärker ihr seid, desto besser könnt ihr mit der Waffe umgehen. Und ein Rapier, so ein ganz dünnes Schwertchen, das ist halt mit Beweglichkeit, also mit Dexterity, geht das quasi hoch. Und je höher ihr dann den Wert habt, umso besser ist das. Degen oder sonst, also alles mögliche, Dolche. Dolche, alles, was halt leicht und beweglich ist, womit ihr schnell viele Schläge machen könnt. Und dementsprechend wäre eine Entscheidung, wenn ihr euch einen Charakter erstellt, geht ihr auf Stärke oder geht ihr auf Beweglichkeit? Das sollte so eine Entscheidung sein, die immer so im Hintergrund quasi mitlaufen soll. Die Resistance, das ist doch auch noch relativ wichtig. Jein, also das ist ein Wert, den kann man eigentlich tatsächlich ein bisschen vernachlässigen. Klar, Resistance ist ganz nett, einfach nur, weil natürlich Poison Resistant, also Gift kann schon nerven auf jeden Fall. Und wenn man damit Probleme hat, kann man da ein, zwei Punkte rein investieren. Ist aber für mich nie ein Hauptfokus gewesen, weil du einfach, weil es einfach wichtigere Werte geht und du mit die Resistenz mit Gegenständen in der Regel aufwertest. Also wenn du halt in einem giftigen Gebiet, wie zum Beispiel Blighttown bist, dann ziehst du dir eher eine giftschützende Robe oder ein giftschützendes Schild an, als eine Resistenz zu pumpen. Weil dann gehen dir Erfahrungspunkte weg für Sachen, die du halt eigentlich eher brauchst. Ganz kurz, Intelligenz und Faith, das sind halt zwei verschiedene Arten von Zauber. Intelligenz für die ganz normalen Zaubersprüche und Faith für die Miracles, also für die Wunder. Bei Faith habt ihr quasi so Zauber wie Heilen und weitere Support-Zauber, sowas Guidance Ask oder sowas, wo du halt quasi noch mehr Hilfenotizen bekommst von den Entwicklern. Also wenn du halt wirklich stecken bleibst, kannst du den Zauber verwenden. Also es ist eher so auf Nutzen orientiert. Und Intelligenz ist halt mehr für, oder Magie, die klassische Magie ist halt mehr auf Schaden ausgelegt. Ich glaube, da kannst du sogar Sachen für, also bei den Wundern gibt es dann Schilder sogar, oder wobei es gibt, glaube ich, bei beiden. Buff-Zauber und beiden, und sowas. Und Gruppen, selbst glaube ich, Gruppenzauber wurde dann wenn du mit Leuten, man kann ja auch mit mehreren spielen, dass man die auch heilen kann. Genau, das ist dann tatsächlich bei, wenn du ein Miracle einsetzt, der wie Heilung, und du hast du immer so einen Zauberkreis um dich rum. Und so, wenn die Leute dann ganz nah an dir ranstehen, kannst du die quasi auch mitheilen. Also es geht schon. Okay. Wie gesagt, das sind halt noch die zwei Schulen der Zauberei, die auf Werte basieren. Und dann gibt es halt noch, wie wir gewählt haben, die Pyromantie, die auf keinen Wert basiert und deswegen auch gewisse Vorteile hat. Aber so viel kurz zu den Stats. Weil die macht ja dann nur Schaden, so halt nur so Schaden, wie viel der Zauber dir halt gibt. Und das skaliert halt nicht. Ja. Wenn man jetzt da ordentlich Sachen reinpumpen würde, dann würde man ja dadurch dann viel mehr, würde dann ein Zauber halt viel mehr Schaden machen als ein Pyromantie-Zauber halt. Ja, wobei halt, du kannst halt die Pyromantie-Flamme, den Katalysator, den kannst halt aufleveln. Und dafür kannst du halt auch Erfahrungspunkte einsetzen, also oder Seelen halt, ne? Das ist dann das Grunditem. Genau, das ist der, jede Zauberschule hat quasi einen Katalysator. Das ist bei den Zauberern der Zauberstab, die Miracle-Leute, also die Kleriker und so weiter, die haben dann so ein Talisman in der Hand und die Pyromantie-Flamme hat halt, oder die Pyromantie hat halt diese Pyromantie-Flamme. Und die brauchst du quasi, um den Zauber quasi zu wirken. Okay. Ja. Ich habe jetzt einfach mal 3 Punkte in Faith investiert, damit wir nachher unser Schwert, was wir vorhin auch aufgegabelt haben, verwenden können. Und dann haben wir da auch genug rein investiert in Faith. Okay, wir machen hier weiter mit unserem Sammeltutorial. Durch diese Tür kommen wir erst später, dafür brauchen wir noch so ein Item, was wir erst kaufen müssen. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich wieder eine Todeszone, wo man mindestens einmal sterben muss. Und zwar einmal hier. Hier ist wieder ein Hinterhalt. Deswegen ich jetzt, wenn ich hier aufnehme, direkt 3 Viecher hinter mir quasi habe. Aber wenn man schon mal hier ist, dann kann man die auch direkt mitnehmen. Und weil wir ja schon sofort mit dem Tod rechnen, ist es eigentlich auch egal, ob wir jetzt hier sterben oder nicht. Hier ist noch eine ganz geile Rüstung, die man eigentlich auch fürs ganze Spiel durchgehend verwenden kann.
Und zwar ist das die gute Rüstung vom guten Oscar. Diese Elite Knight Armor. Die eigentlich, was so Gewicht und Beweglichkeit angeht, schon so den besten Ausgleich hat. Also was so Schaden und Gewicht an, also Schadensreduktion und Gewicht angeht, sind die eigentlich schon der beste. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier irgendwo geht's rechts noch rein. Genau hier. Und hier gibt es nämlich noch eine Kleinigkeit, einen kleinen Speer, den wir noch mitnehmen können. Jetzt sind wir aber hier gekesselt und werden wahrscheinlich, wenn ich nicht durchkomme, sterben. Genau. Aber das war ja beabsichtigt, habe ich ja schon von vornherein gesagt. Also keine Hassmails an mich. So, die drei am Anfang, die hätte man ja sofort wieder zurück zum Bonfire halt können. Hätte man machen können, aber man stirbt sowieso, von daher ist es eigentlich auch egal. Und hier ist es ja nur, dass die Seelen halt weg sind. Oder genau. Die Menschlichkeit, die man hat gerade. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht zu empfehlen, jetzt hier mit großartig Seelen herumzurennen oder mit viel Menschlichkeit oder sowas. Von daher ist es sowieso egal, ob man jetzt hier stirbt oder nicht. Und ich meine, die 700 Seelen, die wir jetzt verloren haben durch den einen Tod, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber auch hier gebe ich mir jetzt auch keine Mühe mehr, gegen die zu kämpfen, weil wir das Gebiet jetzt sowieso verlassen. Und die Leute dich zwar schon lange verfolgen, allerdings nie über ein Gelände hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt hier rechts vorbeigehen, hier links überhaupt kein Item, deswegen gehe ich da auch nicht her. Wenn wir jetzt hier einfach hergehen, haben wir natürlich diesen komischen Typ, aber der Raum ist so groß, da können wir einfach dran vorbeilaufen. Aber gegen den kämpfen wir auch noch gegebenenfalls. Aber jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier dran vorbei. Und wir kommen hier zu unserem ersten richtigen Schmiedfreund, bei dem wir jetzt unsere Waffen schon verstärken könnten, wenn wir schon Seelen hätten. Aber das lohnt sich an dem Punkt noch nicht, weil wir halt, wie gesagt, noch keinen einzigen Gegner wirklich getötet haben im Laufe der Geschichte. Aber wie gesagt, den Kollegen können wir uns auf jeden Fall schon mal vormerken. Genauso wie das nächste Bonfire, was wir auf diesem Weg haben. Das ist nämlich hier. Auch in diesem Bonfire kann man sich einfach mal wieder ansetzen. Wir hätten ja auch ein paar, weil wir haben ja Seelen, die wir knacken könnten. Könnten wir hier machen, aber wie gesagt, am Anfang würde ich hier eher in Level investieren als in Waffen. Weil am Anfang hast du noch nicht diese Waffenauswahl, du hast da noch nicht deine Lieblingswaffe. Und dementsprechend da dann großartig Seelen investieren, das macht eigentlich nur wenig Sinn. Okay, und hier sind wir eigentlich schon am Ende des ersten Levels, in dem wir aber nicht viel was machen, sondern hier einfach mal hier rechts an dem dicken Typen vorbeirennen und uns die zweite Firekeeper Soul holen. Firekeeper Soul war das erste, was wir uns holen und auch das letzte, was wir uns holen, denn wir rennen jetzt hier einfach in den Aufzug und der führt direkt wieder zu Firelink Shrine. Und damit wäre der kleine Rundlauf von mir eigentlich auch schon hauptsächlich beendet. Wie gesagt, es gibt hier und da noch quasi so Nebenäste, die man noch entlang gehen kann. Man könnte an dem Zeitpunkt im Spiel auch schon wieder zurück zum Undead Asylum quasi zurückgehen. Aber wie gesagt, es ist alles mit so einem niedrigen Level immer so ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man neu ist, ist es, glaube ich, so der einfachste Weg, den man einfach folgen kann mit ein, zwei Toten, die man vielleicht schon eingerechnet hat. Sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und ja, hier haben wir halt noch ein paar Sachen, die wir aufsammeln können. Ganz normal in Firelink Shrine. Moment, wo kommen wir denn her? Oh, komm schon. Aber wie gesagt, hier die Sachen findet ihr jetzt auch im ganz normalen Erkunden, wenn ihr hier einmal euch ein bisschen länger umguckt. Hier sind so ein paar Firebombs, die ganz nützlich sein können. Und ja, jetzt machen wir noch so ein bisschen grundsätzliches Tutorial, was so denn das ganze Spielprinzip an sich angeht. Jetzt sind wir nämlich hier wieder angekommen. Und jetzt können wir nämlich unseren Loot mal begaffen. Und da haben wir nämlich zum einen, wie gesagt, also hier haben wir auf jeden Fall erstmal die Seelen, die wir quasi aufploppen können und die uns quasi Erfahrungspunkte, also die Seelenpunkte geben. Seelen sind Währung, als auch Erfahrungspunkte, als auch den Wert, den man so mit sich trägt. Denn wenn man stirbt, hinterlässt man alle Seelen auf so einer Seelenpfütze an der Stelle, wo man gestorben ist. Man hat dann eine Chance, die quasi wiederzuholen. Wenn ihr auf dem Weg dahin nochmal stirbt, ist die erste Seelenpfütze quasi weg und eine zweite öffnet sich mit den Seelen, die ihr bis dahin gesammelt habt. Das heißt, ihr habt nur eine richtige Chance, eure Seelen, die gegebenenfalls schon sehr hoch sein können, quasi wieder aufzusammeln. Also, aber das sind jetzt nicht die im Inventar, sondern die unten rechts
bei diesen. Genau, da wo jetzt bei uns 0 steht. Ich kann mal gerade eine ploppen eigentlich, oder so direkt mal ein paar ploppen, weil wir können uns auch direkt mal ein bisschen aufleveln. Und damit, seht ihr jetzt. Damit ihr das halt versteht, also wenn wir jetzt haben wir 400 Seelen. Würden wir jetzt vom Gegner getötet, dann erscheint da so eine grüne Pfütze. Hm. Und wenn wir dann vom Bonfire wieder zur grünen Pfütze gehen, würden wir diese 400 Seelen oder mittlerweile schon ich mache hier 6000 oder wie auch halt, also diese ganzen Seelen halt, würden wir wiederbekommen. Genau. Und was ich halt jetzt gerade mache, ist halt die Seelen, die wir halt, die Seelen of Soul of a Proud Knight, das sind Items, die ihr auch über den Tod hinaus quasi behalten könnt. Die müsst ihr allerdings aktivieren, bevor ihr sie einsetzen könnt. Das habe ich jetzt gerade getan. Ich habe die Seelen quasi einmal geploppt, sodass sie halt unserem Seelencounter sind. Jetzt kann ich sie halt hier als Level Up quasi anwenden. Und deswegen, ich nehme mal gerade hier einen Level in Faith, einen Dexterity. Und jetzt muss ich gerade erstmal noch gucken. Weil ich will am Anfang direkt das Schwert, was wir aufgesammelt haben, verwenden. Und das ist auch noch so eine Sache, wenn ihr eine Waffe benutzen wollt, habt ihr gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel hier diese Black Knight Halberd. Da seht ihr schon, man braucht 32 Stärke, 18 Beweglichkeit, um die benutzen zu können, ohne dass es halt, also um sie voll und ganz benutzen zu können. Weil ich sie jetzt nicht benutzen kann, seht ihr auch schon bei der Attacke. Links ist minus 197. Das heißt, wir machen nur so einen ganz minimalen Prozentteil von dem von der eigentlichen Waffenschaden machen wir auch tatsächlich, weil wir halt zu schwach dafür sind. Genauso wie bei dem Longbow, da brauchen wir halt noch 14 Beweglichkeit, damit wir den richtig einsetzen können. Und das Schwert, was ich benutzen will, ach, das können wir jetzt schon verwenden, genau, das braucht 10 Stärke, 10 Beweglichkeit und 14 Faith quasi. Und macht 80 Grundschaden und 80 Magic-Schaden, dadurch, dass es halt eine heilige Waffe ist. Und das kann ich auch schon direkt ausrüsten und dann passt das schon. Bei der Rüstung an sich gibt es das jetzt so nicht. Die können wir quasi auch anwenden bzw. anziehen, ohne dass wir da jetzt irgendwelche Sachen für brauchen können. Das einzige Problem ist, dadurch, dass es jetzt eine sehr schwere Rüstung ist, können wir auch nur uns sehr langsam bewegen, bzw. die Rolle ist halt so eine sogenannte Fat Roll, dass man quasi sich sehr langsam nur bewegen kann. Das liegt einfach daran, dass man, jetzt gehe ich nochmal in, ich kann mal gucken, Toggle Status, genau, oben in dem Equip Load, da muss man, glaube ich, unter 50% kommen, damit man noch die schnelle Rolle quasi hat. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Helm hier ausziehe und vielleicht noch die Handschuhe, dann bin ich unter 50%, das heißt, jetzt müsste ich eine schnellere Rolle haben, genau. Und die Grenze sind bei 50% eurer, eures Equip Loads, bei uns ist es 71, das nehmen wir mit 51, das heißt, ich muss unter 55,5 sein, damit ich die mittlere Rolle habe, und dann muss ich mal 20% von unserem Equip Load, da hat man dann die ganz schnelle Rolle. Das heißt, wenn ich dann, nur zur Veranschaulichung, wenn ich jetzt alles komplett ausziehe, oh, sexy, und dann rolle, dann habe ich, halt diese ultraschnelle Rolle, mit der ich quasi sehr schnell ausweichen kann, aber natürlich dann nicht die Rüstung habe. Mhm. Und da kann man halt dann gucken, was man dann tragen kann. Okay, dann ziehe ich die beiden an und das. Und das lasse ich einfach mal weg. Jetzt habe ich. Na, ich habe immer noch die Fat Roll. Okay. Schwierig. Jetzt muss man halt immer so ein bisschen gucken, wie man dann das richtig dann verwendet. Genau, hier habe ich jetzt den Ring, den ich aufgenommen habe. Der hat den netten Effekt, dass wenn unsere Lebenspunkte niedrig sind, der quasi die Angriffskraft nochmal boostet. Das heißt, wenn ihr sehr kritischen Situationen seid, macht ihr mehr Schaden. Was jetzt nicht der allerbeste Ring ist, aber gerade wenn man am Anfang keine andere Alternative hat, ist das eigentlich schon ganz nett. Denke ich auch. Ich glaube, ich ziehe das aus und dafür diese an. Und dann gucke ich hier nochmal, ob das jetzt geht. Ja, das ist, glaube ich, das ist eine gute Alternative. So haben wir ein bisschen mehr Schutz und können trotzdem uns noch einigermaßen bewegen. Ja. Was wir jetzt auch noch haben, das ist die ganze Sache mit der Humanity. Wir haben, oben links seht ihr jetzt eine zweistellige Ziffer, die ist hier 00. Und sobald ich jetzt eine Humanity verwende, habe ich da eine 01 stehen. Das heißt, das ist mein Humanity-Meter. Und wenn ich jetzt hier an einem Bonfire meinen Höhlenstatus umkehre, beziehungsweise Reverse Hollowing verwende, dann kann ich das, was wir oben in der Leiste haben, quasi verwenden, um selbst wieder menschlich zu werden. Und dann seht ihr auch schon oben links, leuchtet die Zahl dann auch hell und wir sehen etwas gesünder aus. Nämlich so, wie wir uns nämlich auch ursprünglich getan haben.
Sachen, die wir jetzt quasi da rausbekommen, ist, dass wir den Online-Modus quasi aktiviert haben. Das heißt, wir können gegebenenfalls Hilfe summonen, also beschwören, wenn Leute ihr das halt dementsprechend anbieten. Aber wir können auch angegriffen werden von anderen Spielern, die nämlich in unsere Welt invaden. Dafür braucht man unterschiedliche Gegenstände, kommen wir dann dazu, wenn wir die halt im Spiel aufsammeln. Ja, und sonst, was wir jetzt vielleicht noch kurz zeigen können, wäre die ganze Geschichte mit Parieren und Backstab. Mhm. Denn das sind zwei effektive Möglichkeiten, aus einer Situation gefahrlos rauszukommen. Mhm. Beziehungsweise ist es sehr, so ein Risk-and-Reward-Ding. Also man kann halt, man muss viel riskieren, man kann sehr viele Leben verlieren, aber man kann halt auch dafür großen Schaden wiederkommen. Fangen wir mal mit Backstab an. Und zwar Backstab ist, wenn er einfach hinter den Charakter quasi geht und dann die normale Schlagtaste drückt. Wie ihr schon seht, mit 250 Schaden habe ich den Typen mit einem Schlag fertig gemacht. Das ist schon mal sehr geil. Backstab ist quasi die weit verbreiteste Methode, Schaden anzurichten, weil die halt sehr einfach zu machen ist. Ihr dürft halt einfach nur nicht, was ihr nicht machen dürft, mit dem hochgezogenen Schild am Rücken quasi stehen. Oh, da hat ein Item für uns. Sweet. Ihr dürft quasi dann nicht mit einem mit dem Schild hinter ihm stehen. Sonst könnt ihr den Backstab nicht quasi machen. Also wenn ich jetzt hier versuche, so hinter ihm zu gehen und dann versuche zu hauen, dann schlage ich ihn ganz normal. Also ich muss wirklich dann quasi blocken und ohne den Schild hochzuhalten direkt hinter ihn gehen und dann kann man das quasi machen. Ah, okay. Interessantes Nebending ist, wenn ihr Dolche oder sonst was verwendet oder auch Rapiere. Ein paar Items haben sehr viel höheren Schadensbonus für Backstabs und auch für Parries als andere. Mhm. Also das Schwert hat jetzt einen normalen Bonus, ich glaube von 200%. Ein Dolch hat zum Beispiel 400%, was dann schon mal zu sehr hohen Zahlen führen kann. Ich glaube, ich lade gerade nochmal neu, um das Parrying zu zeigen. Ah, das, da muss man halt gucken, das ist dieses Backstab. Man muss halt dafür auch ein bisschen üben. Genau. Also, am besten immer dann benutzen, wenn der Gegner halt einen schweren Schlag benutzt hat und dann ein bisschen Zeit braucht, sich wieder zu aufzuraffen. Genau. Es geht auch nur bei humanoiden Gegnern, also die menschlich aussehen, und bei Gegnern und bei manchen anderen Gegnern. Also es geht auch nicht bei jedem Gegner. Bosse lassen sich in der Regel nicht backstabben und andere Hunde zum Beispiel lassen sich auch nicht backstabben. Parieren ist ein bisschen was anderes. Dafür braucht man den Parierschlag, indem man quasi kurz vor der Sekunde, wo der einen treffen würde, dann zuschlägt. Also wenn er mich jetzt kurz vorher treffen würde und ich dann pariere, dann schlage ich quasi ein Schwert zurück und habe dann einen offenen Angriff. Ich probiere es hier gerade nochmal aus. Genau. Und jetzt kann ich mit R1 ganz entspannt ihm das Schwert in den Bauch jagen. Und in den meisten Fällen ist das halt schon ein direkter Kill. Ich habe es selber schon versucht bei Dark Souls 2. Ja. Und ich denke mal, so viel Unterschied hast du da nicht. Also Backstab ist auf jeden Fall die sicherste Variante von den beiden, weil Parrying, da muss man halt wirklich üben. Ja. Und es gibt auch noch verschiedene Parry-Fenster quasi. Also wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch ein anderes Schild haben, was sich extra für Parieren eignet. Genau, das ist ja auch, es gibt ja auch noch richtig große Schilder, die das gar nicht vorsehen zu parieren. Mhm. Und es gibt bei anderen, die haben dann... Wir haben jetzt gerade leider kein Beispiel, aber zum Beispiel der Dieb, der hat so ein kleines Rundschild, was quasi nur wenig Schutz bietet, aber dafür halt umso besser zum Parieren ist. Und dementsprechend lohnt sich das Item dann auch dahin zu stellen. Es gibt auch ein paar Dolche, die quasi parieren können, mit denen geht es dann noch besser. Mhm. Aber wie gesagt, ist halt alles so ein Risk-and-Reward-Ding. Das heißt, je mehr ihr riskiert, desto mehr bekommt ihr als Belohnung quasi hinterher wieder raus. Und aber umso schlimmer kann es auch sein, wenn es halt nicht klappt, was dann dabei rumkommt. Im schönen Fall trifft dich halt der Gegner und du bist down und deine Seelen sind weg. Eben. Und dann musst du quasi wieder dich komplett nochmal durchkämpfen, um das quasi zu machen. Also das mit dem Backstab hier am Anfang würde ich schon empfehlen. Also einfach mal so ein bisschen probieren, ein paar Mal hinsetzen. Das ist relativ easy eigentlich, ne? Ein paar Mal wieder hinsetzen, am Feuer nochmal versuchen. Wundert euch dann nicht, wenn die Gegner, glaube ich, hier verschwinden. Hier ist das auch. Verschwinden nein, die Gegner? Nein, also, okay. Das ist nur wieder so Dark Souls 2 exklusive Sache, dass quasi in einer gewissen Zeit die Gegner keinen Bock mehr haben und dann einfach nicht mehr respawnen. Damit wollten die Entwickler so ein bisschen vorbeugen, dass halt Leute zu sehr farmen. Okay, aber das ist halt so eine Kleinigkeit, die hast du hier nicht. Okay, also hier könnte man sogar am Anfang die ganze Zeit nur die Skelette farmen, bis man dann Level 100 ist oder so. Aber genau.
Aber da braucht man ganz schön viel Zeit wahrscheinlich für. Ja, also das ist halt, das ist auch eine Frage, wie lange es sich lohnt, weil du für jedes Mal, wo du auflevelst, musst du ja mehr Seelen bezahlen für den nächsten Level. Und deswegen macht es so bis zum begrenzten Rahmen dann auch Sinn. Aber für die Leute, die halt wirklich nicht anders weiterkommen. Wenn ihr irgendwo hängt, dann habt ihr immer die Option, quasi euch hochzuleveln und das ein bisschen einfacher zu haben. Aber in der Regel kann man auch mit Level 1 quasi alles durchspielen. Also es ist jetzt wenig, hat wenig mit dem eigentlichen Level des Charakters zu tun, sondern eher mit eurem Skill, was das Spiel angeht. Genau, aber die Ausnutzung von verschiedenen Mechaniken bei Bossen, halt irgendwelche speziellen Sachen benutzen. Aber das werden wir euch wahrscheinlich zeigen. Genau, bist ja fit da drin. Ja, so einigermaßen. Eine Sache noch, wir haben ja die Firekeeper Soul am Anfang des Runs und am Ende des Runs jeweils eine aufgenommen und dafür brauchen wir die junge Dame hier vorne. Die ist nämlich eine Firekeeperin, also eine Feuerhüterin für das Leuchtfeuer, das wir oben drüber haben, für das Bonfire. Und hier können wir nämlich Reinforce Estus Flask und dafür können wir die Firekeeper Soul halt verwenden. Und jetzt seht ihr schon unten links Estus Flask plus 1 und wenn wir das jetzt nochmal machen, weil wir haben ja zwei Firekeeper Souls, Estus Flask plus 2. Also das ist jetzt schon, wenn wir uns heilen, schon eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir quasi bisher gemacht haben. Wenn man jetzt mit der redet, bringt die dir was? Sie ist tatsächlich die einzige stumme Firekeeperin, die es quasi, die nicht reden kann. Aber du hast ja auch bei Dark Souls 2 gibt es am Anfang die roten alten Ladies. Ja. Und das waren zum Beispiel frühere Firekeepers. Aha. So. Aber wir kommen auch noch zu anderen Firekeeperinnen, die quasi, mit denen man auch reden kann, die auch eine interessantere Geschichte haben. Aber alle haben quasi eins gemeinsam, dass wenn sie sterben, geht hier das Bonfire aus. Also nicht das jetzt, sondern je nachdem, was für ein Feuer sie hüten. Und das ist halt nochmal so eine Gegebenheit. Ich glaube, soweit haben wir jetzt aber auch alles. Ich glaube, den Rest, da gehen wir so im Laufe des Spiels einfach drauf ein, würde ich sagen. Ja. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten eigentlichen Folge, die dann auch kein Tutorial mehr ist, dann wieder, indem es dann endlich mit unserem Abenteuer losgeht. Tschüss. Tschüss.